So, hier sind wir wieder. Jetzt mussten wir tatsächlich mal einen Schnitt setzen, da ich keine Schere hatte und Mike und Dennis sind die Worte unterwegs ausgegangen. Ich würde das Teil jetzt hier einfach so ein bisschen abschneiden. Es hat sich herausgestellt, dass der Riemen zu lang ist und der Spanner zu weit in das unters Bett fährt. Und das gibt natürlich das ein oder andere Problem. Dann habt ihr beim Nachspannen nämlich kein Futter mehr. Wenn ich mir das so etwas gegenhalte, ja, dann habe ich vielleicht noch 1 oder 2 Millimeter zum Spannen. Deswegen, ich nehme jetzt hier ein gutes Stück weg. Tut euch einen Gefallen und schneidet es nicht einfach ab, sondern messt es wirklich aus. Wir wissen nicht, ob die Riemen alle gleich lang bei euch ankommen oder einfach zufällig geschnitten werden. Genau. Der Riemen selber sollte 65 Zentimeter lang sein. Bei mir war das 65,5. Ich schneide hier einfach mal 5 mm weg. Fast ein Zentimeter geworden. 8 mm habe ich hier weggeschnitten. Und probiere das Ganze nochmal. Ja, packen wir wieder rein. Das ganz vorne hin. Das Druckteil hat hier so Zähne, deshalb passt das ganz gut hier rein. Zähne, es hat Zähne, es frisst euch. Wenn es nicht richtig macht, frisst es euch auf. So. Gute Alternative zur Fertigstellung. Ein Stück. So. Schon strafft sich das besser. Und wir können in Zukunft dann auch den Riemen selbst etwas nachspannen. Das klingt noch nicht. Ich habe mal den Spruch gehört, man soll das so spannen wie eine Gitarrenseite. Es soll sich so anhören wie eine Gitarrenseite. Oder so anhören wie eine Gitarrenseite. Ich kann euch dazu nicht viel sagen. Ich mache das immer so nach Gefühl, dass das passt. Im Moment ist das eher locker. Jetzt greift aber schon der Schlitten und zieht hier das rein. Also nach Gitarrenseite hört sich das für mich im Moment noch nicht an. Eher nach Klock, Klock, Klock. Ja. Also noch nicht so schön. Jetzt ein paar Mal. Anziehen. Das hört sich so nach einer Gitarrenseite an. Ja. Vielleicht fast ein bisschen viel, aber wir können ja eine halbe Umdrehung zurück. Gibt noch gut nach. Und ihr könnt jetzt auch wirklich diese Stoppies entfernen. Die brauchen wir an der Stelle gar nicht mehr. Der Schlitten kann hier nicht weg und der Schlitten kann hier nicht weg. Ja, und dadurch, dass er jetzt auf mit dem Riemen auch gespannt ist, wo soll er denn hin? Ja, müssen also keine Kugeln suchen. Ja, genau. Ich glaube, im Englischen heißt das Teil, nennt man das Teil ein Tensi, ne? Tensioner oder sowas. Gute Frage. Ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Ja, gut. Dann wären wir, Quietschi, du musst jetzt da weg, beim Heizbett. So. Vielleicht so rum, dann habt ihr das so ein bisschen im Bild noch. So. Hier soll das Heizbett auf. Das Heizbett haben wir hier. Für das Heizbett selber haben wir 3 Abstandshülsen aus Metall. Ich habe bei meinem Package noch welche aus Plaste dabei, aus Plastik. War ich jetzt nicht so begeistert, vor allen Dingen hat die gleiche Länge gehabt. Das hier mal anlegen, das sind 12 mm und daher habe ich mich für die Metallteile entschieden. Wir haben selbstsichernde Muttern dabei, 3 Stück. Das sind M3.
Dann haben wir Senkkopfschrauben in M3 bei. Das Bett müssen wir ja gegenschrauben. Dann haben wir 6 Silikon-Plastik-Beilagscheiben. Einfach damit wir die verschiedenen Teile nicht verletzen und so ein bisschen Höhe auch noch kriegen. Für die M3-Schrauben werden wir den 2,5er brauchen. Weil das ungeschulte Auge hat es trotzdem erkannt. Ja, ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und wir haben hier eine Heizmatte von Kenobo. 180 Watt, 24 Volt. Sollte eigentlich ausreichend sorgen. Zusätzlich haben wir 3 Klebefolie hier oben drauf. Dann mit dem Bett verheiraten. Wir haben hier die Thermistoren und Kabel schon eingebaut. Und ein Thermistorkabel, das Stromkabel für das Heizbett. Das Heizbett selber, ich lege das mal kurz hier auf die Seite, das Heizbett selber kommt mit den Fräsungen hin. Im Moment ist noch Folie drauf, die werde ich dann abziehen, bevor ich die Folie aufklebe. Kommt mit Fräsungen bzw. mit Einsparungen, Aussparungen, Schrauben. Ja gut, da ist die Folie noch drauf, da können wir es jetzt nicht durchschauen, so dass sich der Senkkopf dann anständig versenkt. Wir haben hier eine 5,5 Meter Aluplatte. 1, 2, 3 Punkte, wo das Ganze durch muss. Und damit wir alle Punkte erreichen, können wir das hier so ein bisschen schieben. Ich glaube, wir müssen dann hier nochmal Tensioner rausnehmen, den Spanner, damit wir hier die Schraube schrauben können. Aber lassen wir uns überraschen. Weil wir schrauben ja von oben nach unten, da müssten wir eigentlich nur gegenhalten. Ja, können mal gucken, was das für eine Größe ist an Mutter. Es war auf jeden Fall eine M3 und sie hat dürfte ein 7er Schlüssel sein. Den hätte ich da. Dann kann man den so ein bisschen unterhalten. Ja gut, was ist an Vorbereitung zu machen? Wir brauchen einmal Silikongrundplatte. Die Richtung ist uns sind mir ein paar Schrauben runtergefallen. Die Richtung ist uns vorgegeben. Das heißt, wenn wir gleich Silikonmatte, gleich die, es ist eine Silikonmatte, Silikonheizung, Heizmatte. Wenn wir gleich das draufgehen, die Richtungen hier mit den Löchern vorgegeben. Das heißt, es geht so. Möglichst mittig. Und das werden wir jetzt aufkleben. Vorher vom Bett runter. Und Mike weiß ich, der hat zumindest an seinem Viper schon mal das Heizbett gewechselt. Ja, habe ich. Deine Erfahrung damit? Ich hier das hier so ein bisschen abfriemel. Beim Viper war das Ganze echt ultra einfach. Das waren im Endeffekt nur die Kabel vom Board abziehen. Und dann vorne im Endeffekt den Spanner vom Riemen lösen und dann konnte man das komplette Board so runterziehen. Mhm. Und dann brauchte man nur noch die Klebefolie abziehen. Ja. Ich habe das zweimal gemacht mit der Klebefolie. Normalerweise reißt man die ab und packt eine neue drauf. Okay. Als ich das Ganze beim ersten Mal auseinandergenommen habe, habe ich die Platte auf 90 Grad erhitzt und konnte dann Stück für Stück in einem Verlauf von etwas über 2 Stunden die komplette Magnetfolie sauber abziehen. Beim zweiten Mal habe ich sie dann nur noch einfach abgerissen, weil ich eine neue hatte. Okay. Und ja, dann war es nur noch Schrauben lösen und gut war. Okay, sehr schön. Ja, ich will hier so wenig wie möglich drauf fassen, dann muss ich das hier nicht mehr reinigen und Isopropanol holen. Deshalb sind wir hier vorsichtiger. Einmal die Schutzfolie ab. Vielleicht hättest du dir so weiße Handschuhe besorgen sollen. Ja, genau, weiße Handschuhe. So, Stoffhandschuhe. So, dann mache ich mir jetzt ein bisschen Platz. Hier seht die Platte, hier sieht man so leicht die Riefen, die hier so drüber gezogen sind. Erkennt man, glaube ich, gut auf der Kamera, oder?
Im Licht sieht man das deutlich, auf jeden Fall. Und ja, die riefen, sie kommen wohl von diesen. So, ja, ich würde es so aufkleben, wenn ich das abziehe. Ich lockere das jetzt an einer Seite. Guck mal bitte, bevor du das abziehst, ob Ja. die auch noch in eine andere Richtung da drauf passen würde oder ob die nur einmal drauf passt. Passt die Aussparung nicht? Passt die Aussparung nicht? Ne, passt nur einmal, ne? Passt nur einmal, ja. Sieht so aus. Wir können es ja einmal hinhalten, das ist ja kein Problem. Also, das so montiere, muss ich das so auf den Schlitten montieren. So gehört das dann hier drauf. Ja, das Kabel soll laut Anweisung oder laut Anleitung nach vorne quasi weglaufen. Okay. Was man hier nicht sieht, um diesen Schlitten, hier passen Kabelbinder einmal durch und hier soll das dann wohl anscheinend verankert werden. Ja, gut. Man lernt ja immer was dazu. Richtig. So, ich ziehe das nicht ganz ab, ja, sondern nur stückchenweise. Weil wenn ich das nicht so habe nach meinem Gusto, liegt es dann so ein bisschen auf und ich kann das noch leicht ausrichten. Man sieht das jetzt, die Löcher sind einigermaßen gemittelt. Drücke ich das vorne hier einfach runter. Und dann kann ich hier so leicht unter das Bett fassen und fasse genau auf diese Folie drauf und kann das Stück für Stück abziehen. So habe ich auch wenig Lufteinschlüsse. Beziehungsweise gar keine. Macht die Thermistoren nicht kaputt und die Heizkabel. Und hab zum Schluss auch eine saubere Positionierung dann der Heizmatte. Fest. Ja. Ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt auch an der Stelle. Ich möchte das ein bisschen trocknen lassen. Würde ich euch auch empfehlen. So ein paar Minuten, vielleicht ein Buch hier an die Seite drauf, einfach, dass das ein bisschen runtergedrückt wird, ja? Und dass das so stabil wie möglich auch ist und euch einfach auch nicht mehr ablöst, ja? So eine neue Heizplatte kaufen, A, braucht es ein bisschen Zeit, ja? Und B, wollen wir ja hier ein optimales Produkt dann haben, deswegen geben wir der einfach dem Kleber auch die Zeit, ein bisschen anzutrocknen. Und ihr könnt in der Zwischenzeit auch ein bisschen noch drücken, dass, falls ihr Lufteinschlüsse hättet, dass die auch rausgehen. Ja, ansonsten erstmal vielen Dank an euch und bis zum nächsten Video. Wir montieren dann das Heizbett auf den Schlitten drauf.